Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es fällt mir schwer, hier über Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit zu sprechen, einen Tag nach dem brutalen Attentat auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico gestern in der Slowakei. Und Frau Außenministerin, ich bin froh, dass Sie in Ihrer Rede dieses Attentat verurteilt haben. Es ist wirklich dünn, das Eis der Zivilisation, daran werden wir immer schmerzlich erinnert. Und es trifft wieder einen Politiker, wie schon Olaf Palme 1986, der sich für Frieden und Demokratie, Frieden und Diplomatie einsetzt. Er ist offenbar nicht mehr in Lebensgefahr. Ich wünsche Robert Fico rasche und vollständige Genesung.